Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zurück beim Kampf unseres Lebens in Witcher 3. Ich glaube, ich kann dieses Monster jetzt nicht platt machen, weil die große Kollegin hier ist. Ein Monsternest. Ich zerstöre es am besten mit einem tanzenden Stern oder einer Kartätsche. Ja, das habe ich gemeint. Endlich! Boom! Geil! 50 Erfahrungspunkte! Meine Fresse! Was für ein Kampf! Wenigstens haben wir es am Anfang dieses geschafft. Wo ist jetzt das Monsternest? Da. Schnell, bevor wieder neue rauskommen, ey. Mann! Was für ein Kampf, ey! Krass! Aber ist vielleicht ganz gut, so bin ich jetzt direkt wieder ein bisschen ins Kampfsystem reingekommen. Krasses Ding, ey. Schädel, großer Dartsbock, Grunstein. Oh, ich dachte, es gibt vielleicht noch irgendeine Waffe oder so. Speichern, wichtig. Oh, und jetzt werden wir versuchen, dieses scheiß Wetter hier loszuwerden. Machen wir mal 2 Stunden. Kann ich endlich meine Tränke auffüllen. Regnet immer noch. Oh Gott. Ja, komm. Dann gehen wir erstmal zum nächsten Fragezeichen. Ich hoffe, dass jetzt nicht jedes so lange dauert. Das wäre ein bisschen crazy. Na komm, wir holen mal. Wir holen mal Plätze. Wo bist du da? Ich weiß noch, am Anfang von Witcher 3, wo ich echt gedacht habe, es wäre ein Bug mit diesem Regen, weil ich einfach immer nur Regen hatte die ganze Zeit. Vielleicht war es auch damals ein Bug, keine Ahnung. Vielleicht da. Weiter so, Plätze. Okay, den Rest speichern wieder und den Rest laufen wir mal so. Schauen wir mal, was es diesmal ist. Ich hoffe nicht wieder solche crazy krass Monster. Gab es eigentlich auch interessante Orte, wo es keine Monster gab? Verlassene Städte. Ja, selten, aber ich glaube, eine verlassene Stelle gehört dazu. Ach, komm doch einfach mal, geh halt links rum. Frag mich immer noch, ob es diese Plätze auch gab, diesen Ort, als ich Witcher 3 quasi das Hauptspiel gespielt habe, oder ob das neu dazugekommen ist, oder ob damals halt einfach hier nichts war, also nichts Besonderes. Okay, Geralt hat keinen Bock, da hochzugehen. Ich würde halt gerne erstmal hier hin, weil da sind nämlich ganz viele Gegner, die mich, glaube ich, jetzt auch gerade gesehen haben. Nee, also auch, die haben mich gesehen, aber die greifen noch nicht an. Die zücken nur ihr Schild und ihr Schwert und sagen, hey, komm her. Da wurde jemand da hangen. Versteckter Schatz. Ah, da ist also eine Aufgabe mit drin. Schwefel. Blutiger Brief und verkrusteter Schlüssel. Speer XIIE32 alias Bohnenstange. Führe Order 122245 nach Protokoll 46D aus. Muss persönlich dem Kommandanten der Geheimdienstzelle Kardinal überbracht werden. Die Spur der abtrünnigen Ritter führt in die Region Novigrad. Nach ihrer Ankunft haben sie die Kontrolle über eine nahegelegene Fistich-Manufaktur übernommen. Möglicherweise hat sie das in die Region gebracht. Habe ausgezeichnete Beobachtungsposten besetzt. Toter Briefkasten ist vorbereitet. Im Falle unvorhergesehener Komplikationen kann ein Agent, der auf die Suche nach uns geschickt wird, ihn im Teich finden, der vom Beobachtungsturm nahe des Dorfs Morin auszusehen ist. Was die Ritter angeht, mag ein hohes Risiko eine hohe Belohnung mit sich bringen. Wir schlagen vor, sie mit kaiserlichem Gold für ihre Dienste zu entlohnen. Da Radovid ihren Orten in alle Winde zerstreut hat, ziehen die Ritter nun wie gemeine Banditen umher, um für ihren Unterhalt Beute zu machen. Und sie hassen seine höchst gnädige Majestät mit weißglühender Wut. Nur zu gerne würden sie unser Geld annehmen, noch viel lieber die Nachhut der redanischen Armee destabilisieren. Das können sie besser als alle anderen Partisanen. Es lohnt sich, dies weiter zu verfolgen.
Agent Armleuchter ist noch immer auf seiner Mission. Seit Tagen kein Wort von ihm. Warte auf weitere Instruktionen. Die folgenden Worte sind mit Blut geschrieben. Warte in der Hölle, nilfgaardische Hure, und du bist als nächst an der Reihe, Agent Armleuchter. Okay. Dame, Jäger, Aspion. Quest verfolgen. Machen wir dann gleich. Stumpfes Beil brauche ich nicht. Speichern. So, das sind menschliche Gegner, die werden aber kein Problem sein. Hoffe ich. Raubritter. Die gab es auf jeden Fall im ersten Teil nicht. Also, im Hauptspiel. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Hier, Hexer, Hexer! Ach ja, stimmt, bei den großen Waffen bin ich ja dann immer irgendwann stunned, wenn ich zu lange angreife. Hallo? Oh, müssen denn die immer wieder zurückrennen? Bleib doch mal bei mir! Es scheinen ja nur 3 Stück zu sein. Ach ne, da oben sind noch mehr, okay. Au. Okay. Das reicht jetzt. Woran ist er denn jetzt gestorben? Ein Konterschaden oder wo? Da hat er nicht geblutet. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Schwert des Ordens der Flammenrose. Schwert des Ordens der Flammenrose. Warum kann ich... Benötigt die Stufe 35. Krass. Ich bin also hier underlevelt oder was? Meine Schöne ist, es sind wirklich herausfordernde Kämpfe, aber dann dauert das Ganze natürlich länger, aber ja, dann brauchen wir halt keine 10 Stunden, sondern wirklich 20 Stunden, wie ich gesagt habe. Wie willst du sterben? Oh, jetzt kommt wieder einer mit seiner scheiß Armbrust, ey. So, der ist doch tot. Verblutet, verblutet, sorry. Der Typ mit seiner scheiß Armbrust, ey. Der nervt dann auf jeden Fall rum. Was habe ich denn eigentlich... Ja, genau, was habe ich denn hier eigentlich alles so ausgewählt? Verkrüppelnde Schläge. Schnelle Angriffe haben jetzt auch einen Bluteneffekt. Dadurch Gegner... Aha, okay. Muskelgedächtnis erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen. Pfeilabweisung. Verfügbare Punkte 0, okay. Es wäre halt auch gewesen, wenn ich noch verfügbare Punkte gehabt hätte. Paraden zum perfekten Zeitpunkt effektieren Pfeile zurück zum Angreifen und bewirken doppelten Schaden. Ah, okay. Erhöht die maximale Vitalität. Mhm. Schaden durch Igni schwächt auch die gegnerische Rüstung dauerhaft. Bringe den Schaden durch Treffer beim Ausweichen. Präzisionsschläge. Wirbel. Unsterblich, wenn die Vitalität auf 0 sinkt, wird sie mit einem Bonus von 100% regeneriert. Erfordert mindestens einen Adrenalinpunkt. Genau. Klingfokus. Konter. Okay, ich glaube, dass. Flut des Zorns beim Wirken von Zeichen. Ne, das ist Rotz. Ja, okay, passt. Ich wollte noch mal kurz gucken, nicht, ob wir da irgendwas falsch haben. Wie willst du sterben? Bringen wir es zu Ende. Okay, jetzt wird auch der Typ mit der Armbrust wiederkommen.
kleiner Fehler, Hexer. So, einer weniger, weil er verblutet und... Boom! Oder haben die anderen direkt Angst bekommen, als sie gesehen haben, dass er durch magische Hand verblutet ist? Nachvollziehbar. Sind es immer noch mindestens drei Gegner. Aber wenn ich die jetzt angreife, darf gar nicht der Armbrusttyp wiederkommen, da hat eigentlich keinen Bock drauf. Ja, mit deinem scheiß Schild, ey. Ich habe wieder mal nichts mehr zum Heilen. Ich gehe mir erstmal den Absud reinpfeifen, beziehungsweise leg den irgendwo hin. Auf Katze. Ja, Moment mal. Ich hatte doch... Na, ist egal. Jetzt habe ich es auf Katze. Brüder. Na, du bist tot. Alter, hier ist echt jeder Kampf ist ja quasi Endboss. Also, jetzt noch ein Typ, glaube ich, mit der Armbrust und haben wir es geschafft. Es wird schon wieder dunkel? Ja komm, spann mal deine Armbrust, Idiot. Ja, war am einfachsten. Aber für die Bürger dieses kleinen Örtchens, dieses, ich weiß nicht, Dorf, dieser Siedlung, war es mir natürlich wert, diesen schweren Kampf auf mich zu nehmen. Logischerweise. Ich hoffe, die wissen das Dorf Morin. Die wissen es auch, es ist wirklich ein Dorf gewesen. Ich hoffe, die wissen es auch zu schätzen. Und Geralt schaut zufrieden über die Früchte seiner Arbeit. Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Ich werde mal meine Belohnung abholen. Warum habe ich einen 50 Kronen bekommen? Wer hat mir die gegeben? Vielleicht können wir jetzt endlich mal unsere ganzen Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Befehle an die Säuberungseinheit. Gegrilltes Hühnerbein, goldener Rubinring, Schwert des Ordens der Flammenrose. An Erik von Kidon. Ich fasse mich kurz, denn die Angelegenheit ist einfach. Das Problem Christerhagen muss vollständig und endgültig gelöst werden. Das Dorf, das dem kaiserlichen Spitzel als Zuflucht gedient hat, ist niederzubrennen. Die umgebenden Felder mit Salz zu bestreuen, Frauen und Kinder zu vertreiben, Männer aufzuknüpfen. Immerhin sollen sie die Frauen nicht vergewaltigen und die Kinder auch am Leben lassen. Wenigstens Hemd brauchen wir nicht. Ach egal, wir verkaufen den ganzen Schrott jetzt sowieso. Wäre geil, wenn man wieder mal Essen finden wird. Wir haben echt nichts zu essen mehr. Aber erstmal eine Stunde nächtigen. Es ist wirklich schon wieder Nacht. Naja, solange wie mich die Dunkelheit nicht stört, lasse ich das erstmal. So, hier haben wir jetzt einen Händler. Hoffen wir mal, das funktioniert jetzt. Willkommen in meiner Werkstatt. Solide Handwerksarbeiten zu vernünftigen Preisen. Ich weiß zwar nicht, von welcher Werkstatt der redet, aber ich habe sie nicht gesehen, aber egal. Zeig mir doch mal dein Angebot. Ah, endlich können wir was verkaufen. Erstmal gucken, ob er irgendwas Interessantes hat. Er hat echt Sachen, die erst ab Stufe 35 möglich sind. Wir müssen noch ein Level aufsteigen. Aber ich glaube, ich will ja eh nichts kaufen. Das sind alles normale Sachen. Die Sachen, die wir wollen, die finden wir dann. Ja, dann verkaufen wir jetzt mal den ganzen Schrott. Erstmal sortieren wir. So. Brauchen wir nicht. Der Deit, wie auch immer. Dieser Händler hat nicht genügend Geld, um... Ach so, stimmt. Es ging ja auch noch darum. Oh, fuck. Okay, das war das Problem. Genau, daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Wir verkaufen erstmal die kleinen Sachen.
Wo steht denn, wie viel es kostet? Ach, 72, das ist schon 72 wert, da kann er gar nichts abkaufen. 121, was ist denn da hier? Oh mein Gott, ist das viel wert alles. Moment, Rüstungen waren doch immer so super schwer gewesen. Rüstungen, 1 Kilo, 77, 41, 2,2, 6,34, dann verkaufen wir das mal. 6,34. Hier oben links war ja auch unser Gewicht, das wir maximal tragen konnten. 6,34. Das ist also wieder unendlich viel wert. Oh, fuck. 200. Aber der hat auch nichts, was ich kaufen will, möchte, kann. 10-mal Meisterrüstung. Gesellenrüstung. Meisterwaffenreparatur. Ja, das sind alles Sachen, die vielleicht hier. Igni-Zeichenintensität. Quen. Das braucht auch alles nicht. Wobei, wie haben wir von dem Igni? Wenn man nämlich irgendwie 10%, was war das? 5. Dann haben wir nochmal 5. Weil wenn wir ja irgendwas in unsere Rüstung reinpacken, dann eigentlich immer Igni, weil wir fast nur Igni verwenden. Okay, manchmal auch Axi und Art, aber... na gut. Ja, so viel dazu. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Spielraum haben wir noch. Bis dann. Über, also knapp 50 Kilo können wir noch aufnehmen. So. Haben wir also geklärt, das Problem. Das ist doch schon mal schön. Wo ist denn jetzt das doof hin, da? Vielen Dank, Gerhard. Dann auf zum nächsten. Jetzt haben wir nämlich direkt zwei Fragezeichen geklärt. Das ist schon mal sehr gut. Dann klären wir jetzt das. Und dann haben wir ja fast schon... Ach nee, Moment. Wir wollten ja eigentlich erstmal, bevor ich es vergesse, das Nebenquest hier erledigen. Ich überlege, ob ich es ein bisschen heller mache, das Spiel, so generell. Aber eigentlich, wenn es tagsüber hell genug ist, ich mag es auch nicht, wenn es dann nachts oder wenn es an dunklen Orten dann halt zu hell ist, wenn man die Helligkeit zu hoch gedreht hat. Oder wenn es halt nachts zu hell ist. Aber ich glaube, es war tagsüber auch hell genug, oder? Ich meine, ich bräuchte jetzt einfach nur mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir gehen mal bis um 8. Wie, es regnet wieder. Ja, es ist hell genug, oder? Vielleicht minimal, aber eigentlich ist es hell genug. Problem ist halt, dass ich dieses blöde Zeichen hier nicht sehe, egal wie hell ich es mache. Das regt mich ein bisschen auf. Ist ja auch, wie gesagt, hell genug eigentlich. Hey. Oh nein, kommen immer wieder Wolken auf. Langsamer. Wo ist denn die Sonne? Ah, hinter Wolken, aber schneller. Okay. Sorry. Suchen wir mal... Ach, reden wir mal mit dem alten Mann, aber wir doch nichts zu sagen haben. Suchen wir mal... Na, tauch! Komm! Ach, Zeber tauchen! Ach, okay, ich dachte, das wäre Leertaste gewesen. Ich sehe nichts. Finde den Schatz des Spions mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, ich bin dabei. Okay, jetzt entfernen wir uns wieder aus dem... Ach, da! Wie konnte ich denn das übersehen? Gab es nicht eine Möglichkeit, schneller zu schwimmen? 207 Florin, leere Flasche, kleiner irgendwas, Schema Heuler, Kavalleriesstiefel, die sind vielleicht ganz cool. Sind auf jeden Fall von der Rüstung besser. Ist auch ein Relikt. Aber... Wenn, Durchbohrung, Zerschmettern, Aufschlitzen, der Rest ist halt irgendwie nicht so geil. Ist mir, glaube ich, nicht gut genug, also nicht besser genug, was die Rüstung angeht, dass ich das machen möchte. Es regnet ernsthaft schon wieder. Geht denn jetzt der Scheiß schon wieder los, dass ich jedes Mal das Pech mit dem Wetter habe? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier für Land? Wo sind wir denn hier? Das ist doch nicht, wir sind doch nicht im Moorgebiet, oder?
Ach, was soll's? Ich versuche jetzt damit klarzukommen. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier ein Quest war und dass wir das hier erstmal machen wollten. Das machen wir jetzt auch. Hä? Ist das Pferd nicht immer über diese Sachen drüber gesprungen? Musste man selber springen mit dem Pferd? Aber wie dunkel das aber auch wird, wenn... Wenn es dunkel wird halt, ne? Ich mache mal noch einen ganz kleinen Tick heller. Also ein... Bis hierhin. Nur bis hierhin. Immer noch ziemlich dunkel, aber ich glaube, das ist ein Tick angenehmer. Solange es halt nachts noch richtig dunkel wird, ist alles okay. Und hier, wenn man hier im Schatten ist, ist es ja immer noch super dunkel, von daher. Ja. Ich denke, das passt so. Ich würde ja gerne nach der Vorgabe gehen, dass ich da dieses Monstergesicht quasi... Dass ich es so dunkel mache, bis... Mach langsam. Bis das Monstergesicht nicht mehr zu sehen ist. Aber das funktioniert ja nicht, weil ich das Monstergesicht gar nicht sehe. Was das auch wieder für ein Bug ist, frage ich mich. So. Also wenn wir in dem Spieltempo hier vorankommen, dann werden wir auf jeden Fall noch lange brauchen. Bewachter Schatz. Ah, aber gut, nur ein einzelnes Monster. Damit kann ich besser leben. So, wir speichern mal. Greifen gerade ein Pferd an, aber das ist nicht so schlimm. Ein Golem. Na, willst du ihn angreifen, oder? Komm schon, komm näher. Das ist wieder so ein Kampf, wo wir einfach nur geduldig sein müssen, glaube ich. Au. Ah, das ist nicht geduldig. Wurde halt Art funktioniert gegen die? Ja. Ich glaube, Igni hat gar nichts abgezogen, ne? Na, das kann man vergessen. Axi hat, glaube ich, nicht funktioniert. Was? Verlieren wir die Nerven? Alter, wir ziehen echt im Vergleich zu der Energie, die er hat, zu wenig ab. Schade, ich habe gehofft, dass es ihn komplett stunt, wenn wir das machen, aber es sieht nicht so aus. Oh, er dreht durch, er dreht durch! Alter, wir haben noch nicht mal die Hälfte weg. Komm nicht weg. Okay, das funktioniert ganz gut. Au, 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 nein! Oh, fuck! Ich habe vorher gespeichert. Ich sage ja, das ist wieder so ein Kampf, wo man einfach nur geduldig sein muss. Alter, das ist krass. Ich meine, ich finde es geil, dass es wirklich wieder schwer ist. Aber es wird halt wieder genauso sein. Es ist wieder die erste Stunde schwer, bis man zwei Level aufgestiegen ist und dann bessere Sachen gefunden hat. Und dann wird es wieder super easy werden. Aber ja, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal, dass wir hier den Kampf nochmal probieren. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja fast wie Dark Souls jetzt. Was ist denn hier los, ey? Witcher 3 Dark Souls. Witcher 3 Heart of Stones ist das... Dark Souls von Witcher 3 oder wie auch immer. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.